Herzlich willkommen in der Sprechzeit. Super. Hallo, Mädels. Ich kann dir dann immer Aufgaben einstellen vom PC aus. Magneteisenbahn. Jawohl, klasse. Der weint. Und was kommt aus dem Auge? Eine Träne. Ich behandle hier ein ganz buntes Spektrum an Patienten, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren. Sie kommen hier in die Praxis oder ich gehe zu ihnen nach Hause auf den Hausbesuch, gehe in Seniorenheime, gehe in die Behindertenwerkstatt in Buchen. Macht alles sehr viel Spaß und es ist sehr abwechslungsreich. Die Kinder kommen zum Beispiel, weil die Aussprache nicht stimmt. Dann ist die Schokolade die Schokolade oder die Katze ist die Tatze. Manche können auch grammatikalisch, haben sie Schwierigkeiten oder es kommen Kinder vom Kieferorthopäden geschickt, weil die Zunge einfach zu schwach ist. Ganz viele Lehrer oder Erzieher, einfach die, die im Sprechberuf arbeiten, die haben oft Stimmprobleme. Da muss ich dann ein bisschen helfen, dass die Stimme wieder funktioniert. Oder traurige Geschichte nach Schlaganfällen, nach neurologischen Ereignissen. Die Patienten haben oft Probleme mit der Sprache oder mit dem Schlucken. Auch denen kann ich helfen. Hallo! Komm rein! Dankeschön, ja. Alles gut? Ja, natürlich! Ja. Hallo! Nochmal, geht's Ihnen gut? Ja? Ja. Jetzt dürfen Sie einmal eine Karte umdrehen. Tomate? Ja. Gucken Sie mal, was macht der denn dann ganz heimlich nachts? Ich benutze ganz gern Bildergeschichten zum Erzählen, einfach, dass die Leute in Kommunikation kommen. Es ist auch noch was Kognitives dabei, dass sie die Reihenfolge richtig finden und man kommt einfach ins Gespräch, auch persönlich ins Gespräch. Haben Sie schon mal eine Diät gemacht oder ist es Ihnen auch mal so ergangen? Wir sind mit der Julia auch sehr, sehr zufrieden. Also vor 2 Jahren, das war schon sehr, sehr schwierig mit meinem Mann, aber wir haben sehr, sehr große Fortschritte gemacht. Oh, was fährt denn der Drache, der fährt auf dem? Dreirad. Mir macht sehr viel Spaß, ich habe tolle Kontakte mit den Patienten. Sie geben mir ganz viel und ich versuche ganz viel zurückzugeben. Ich habe ein tolles Team. Ganz wichtig ist die Maya, mein Labrador, sowohl in der Familie als auch in der Praxis, meine beste Freundin.